Hallo, ihr Quirlinge. Die Episode startet mit Merit in seiner Gänseschar, neben ihm der Gänsestall in Quirland. Und wir wollen in dieser Episode die Stelle ein bisschen aufwerten. Das ist das Ziel. Wir können nämlich mit Tierzucht Level 3 oder irgendwas in der Art hier mit Steinen größere Ställe bauen und dann noch mehr Tiere halten. Ob wir das machen werden, das muss ich mir noch überlegen. Auf alle Fälle gucken wir mal, was wir da mit dieser noch letzten fehlenden Forschung, bevor wir ins nächste Gebiet einsteigen, hier noch machen können in Quirland. Das wird also eine Bauepisode. Wir werden sonst nichts Besonderes tun. Vielleicht noch die letzte Tafel besorgen. Und in der Episode aber nicht aufbrechen ins letzte Gebiet. Oh, ihr Gänsis, ihr... Lasst doch mal... Ah, Befehl zu warten. Ihr flattert ja hier. Mensch. So. Lass mich in Ruhe. Hier, Perlen abladen und dann geht's los. Wir haben hier am Forschungstisch etwas. Und zwar ist das Tierzucht Level 3. Dazu brauchen wir einen Backstein, ein Brett, ein bisschen Stroh, Tinte und Papier. Das ist alles da. Was macht uns das denn? Wir können dann hier einen Hühnerstall bauen, einen Gänsestall, einen Schafstall, einen Kuhstall und einen Trog Level 2. Damit wollen wir uns beschäftigen, ganz genau. Also, Brettstein, 3 Papier, 10 Tinte, 5. Oje, oje, oje. Schwierig. Aber ich weiß, dass ich hier ein Brett übrig hatte. Das passt nicht mehr in die Holztruhe. Ein Brett, ein Backstein, Papier und Tinte. Also, das ist da. Ah, 3 Papier fehlt da noch. Und erstmal noch 5 Getreide holen. So, Papierherstellung. Das war irgendwie mit weißem Zucker oder so. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie das geht. War das am Alchemietisch zu machen? Nein. Dann am normalen Handwerkertisch. Da muss ja irgendwo sein. Papier, tatsächlich. Also, ich brauche 3 Papier, also 18 weißen Zucker und 3 Kleber. Das ist zum Glück alles da. Dann macht mal euer Ding. Das machen bitte alle. Ja, gut, ihr habt noch nichts anderes zu tun. Die Backsteine sind schon, ja... Das Backsteinlager ist gut gefüllt. Gut, dann behalte ich den Stapel mal gleich im Gepäck. Und dann gibt es gleich neue Ställe. Da werden wir ein bisschen Backstein verbrauchen. Und auch Zement, den wir noch anrühren müssen, denke ich. Also dann, Tierzucht Level 3 erforschen. Genau jetzt. Da ist es. So. Ja, dann fangen wir mal an mit dem Hühnerstall. Den können wir einfach so platzieren. Was macht ein Trog eigentlich? Kann nur draußen platziert werden. Keine Ahnung, was der tut. Das müssen wir uns anschauen. Wir brauchen, und jetzt gucken wir hier ins Baumenü, für einen Hühnerstall. Fangen wir wie immer mit den Hühnern an. Hühnerstall. Bretter, Nägel, Steine, Zement. Oh, Fliesen. Also Dachziegel. Also, wir brauchen 40 hier, 40 da, 140, 200. Wir brauchen 200 dieser Dachziegel, ja, und 200 Dachziegel, das machen wir hier, die müssen wir wirklich brennen, also 20 mal das da, 20 mal 8, 160 Ton, Kohle und Glut. Dauert eine Weile, deswegen überspringe ich das. Und da ist fertig. Wir haben 200 Dachziegel, 190 Backsteine, die erforderliche Menge an Brettern und Nägeln. Jetzt fehlt es noch an den entsprechenden Mengen Zement. Wir brauchen insgesamt 10, 20, 40, 60 Zement. Wie machen wir den? Am Alchemietisch. Oh, wer schwant Übles. Am Alchemietisch Zement. 60.
das Perlmutt, das tun wir mal weg. Zement. Oha. Ein Zement. Ich brauche 60. Das heißt, ich brauche 60 Salz, 60 Eier und 120 Hybridkartoffeln, ne? Oh Mann. Und das nur für die Stelle. Oh je, der Zaun. Ich habe zwar einiges an Hybridkartoffeln mir mal geholt. Wie viel habe ich gesagt? 120. Oh, das passt ja. Bis auf eine. Ist ja nicht so, als ob wir keine Hybridkartoffeln hätten, nicht wahr? Und Salz wird aber ein bisschen schwieriger. 60 Eier. Es geht. Ja gut, Salz. Kann man relativ leicht wieder neu machen lassen. Das ist eigentlich nicht das Problem. Ja, dann hier bitte. Zement. 60. Also 20, 20, 20. Und das machen bitte alle Geister. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und auch das lasse ich mal gerade durchlaufen. Und da ist es fertig. Merit schreitet zur Tat, derweil hier noch ein bisschen Perlmutt gemahlen wird. Also, wir können ja alles nacheinander aufstufen. Fangen wir mit den Gensis an. Also hier. Genau. Aufstufen. Achso, das ist ja dann... Ich brauche ja dann doch weniger, oder wie? Ja, umso besser. Habe ich noch ein bisschen was übrig. So, ein bisschen Tempo, um zu sehen, was Merit ja eigentlich fabriziert. Und da ist er fertig, aber irgendwie, naja, größer ist er nicht. Also eigentlich hat er nur eine Gans drin Platz. Wenn sie kuscheln wollen, zwei. Wenn super eng werden soll, drei. Ich habe fünf. Na gut, Hühnerstall. Ja, ist irgendwie gefühlt größer, wo die Hühner kleiner sind. So, die Geister machen mit. Dann gucken wir mal, wie schnell das hier geht. Vielleicht muss ich das gar nicht beschleunigen. Schauen wir mal. Zuerst wird das alte abgerissen. Also ich finde es nach wie vor erstaunlich, dass sich der Entwickler die Arbeit gemacht hat, hier diese ganzen Zwischenstufen zu machen und sich quasi auch ein Innenleben seiner Stelle und seiner Bauwerke ausgedacht hat. Da wird erstmal unten jetzt was gemauert und dann wird es nach oben wieder mit Holz aufgebaut. Und wo ist eigentlich das Loch? Also die Pforte, sagen wir so. Ah, vielleicht mit Hühnerleiter. Hm. Wie kommt denn ihr da hoch? Naja, ihr seid Klimmzughühner. Passt. Dann noch das gleiche bei den Schafen und bei den Kühen. Und dann kümmern wir uns um Tröge. Und dann haben wir erstmal das liebe Vieh ganz gut. Jetzt sich das versorgt. Hier, das ist der Schafstall. Auf geht's. Erst wird alles abgerissen. Und das Schaf drängelt. Dann werden die Ecken durch Mauerwerk ersetzt. Eigentlich alle Pfosten. Aha. Schön, so eine Geisterbrigade zu haben, die ganze Arbeit macht. Ja, das gibt Wolle, gell? Und wie viele Tiere kannst du eigentlich beherbergen? Platz für 5 Tiere.
Ah, hier kann ich Sachen lagern. Okay, ich kann nicht mehr Tiere in diese Stelle reintun. Das wäre auch unlogisch, weil die Ställe sind nicht größer. Und zu guter Letzt noch der Kuhstall. Ach doch, an Dachziegeln und Backstein haben wir alles verbraucht. Aber nicht so viel an Nägeln und Brettern, wie wenn wir es neu gebaut hätten. Das ist nicht ganz unlogisch, weil Nägel und Bretter ja teilweise wiederverwendet werden können, wenn man das abreißt. Aber die Sachen, die neu sind, Backstein, Zement, Dachziegel, ja, da gibt es ja nichts, was die ersetzen kann, also müssen die alle weg sein. Da passt keine einzige Kuh rein. Nur wenn sie Yoga macht. Okay, gut, sehr schön. Jetzt aber zu den Trögen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was die machen. Ich lasse mich überraschen. Wir haben hier einen Trog. Bauen wir gleich einen Level 2 Trog. Wir brauchen Bretter. Also ich würde mal sagen, jeder Stall bekommt einen. Also 80 Bretter, 80 Nägel und 4 dieser Bleche. Da müssen wir, glaube ich, ein bisschen mit Kupfer nacharbeiten. Ich würde mal sagen, hier auf jeden Fall 4 Bleche. Und der Rest wird zu Nägeln. So, 80 Bretter. Moment, da habe ich doch hier was. Das sind genug. Ja, Nägel. Nehmen wir erstmal das da. Und dann werdet ihr hier hoffentlich bald mal fertig. Ja, passt. Dann also Tröge. Ich stelle die mal so, dass ich sie auch von außen bedienen kann, wenn das dann grundsätzlich geht bei geschlossenem Tor. Das heißt, wir bauen hier... Oh Gott, dieses dumme Schaf. Bitte mal aus dem Weg gehen! Nein, nicht dahin lang! Ha! Ha! Doof, wa? Damit hast du nicht gerechnet, Schaf. Du wolltest jetzt hier genau dahin latschen, wo der Trog hin soll. Das weiß ich natürlich nicht, ob der Trog richtig ist, aber also richtig rum. Aber vielleicht gibt es da auch kein Vorder und kein Hinten. Da ist er. Was macht er? Wahrscheinlich kann ich hier Wasser und Getreide reintun und dann bedienen die sich selber, nehme ich mal an. Das ist wohl das Ziel des Ganzen. Das heißt, ja, probieren wir gleich mal. Nee, wir probieren es mit Eiern, weil da hatte ich jetzt ja einiges, was ich da benutzen musste an Vorräten. Das heißt, wir nehmen jetzt mal hier diese 99 Leinsamen. Die werden wir da reintun und Wasser nehmen wir mal aus der Wassertruhe. Es ist noch mehr als genug Wasser da. Also Wasser ist überhaupt kein Engpass mehr im Moment. Mit so vielen Geistern habe ich eigentlich immer genug Wasser im Brunnen, wenn ich welches brauche. Ah ja, die Kohle. Da machen wir kurz eine neue Fuhre. Jetzt kriegt ihr hier euren Trog und dann probieren wir den mal aus. Tja, wo kommt der bei euch hin? Da an die Ecke. Bitte da nicht hinlatschen. Latschen verboten. Zack. Wir sind neugierig, gucken. Ja, kannst du gleich picken und saufen. Aber er sauft nicht im Trog, der ist nämlich ziemlich groß. Der passt auch für Schafe. Aber das Huhn baut mit. Nee, doch nicht. Jetzt checke ich mal meine Theorie, indem ich jetzt hier das reinpacke. Und 40 Wasser. Und dann bedient sich das liebe Vieh selber tatsächlich. Es ist so, dass wahrscheinlich in der Mitte kommt dann hier das Getreide rein für die Schafe und die Kühe. Und dann machen die selber hier jetzt ihre Eier und kacken gleich wieder alles voll.
Und ich muss mich nicht mehr ums Füttern kümmern. Das ist natürlich schön. Ihr bekommt auch euren Trog da an die Ecke. Gans, das war eine ganz blöde Idee. Ksch. Ksch, 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 ksch. So. Das können die Geister alleine machen. Die sind ja dann fast genauso schnell wie ich. Also wie wenn ich dabei bin. Hier hat es Nägel, richtig. Und dann bekommen die Kühe hier hinten auch noch einen hingestellt. Oh, ist das ein tolles Wetter. Schön. Ja, wo bekommt ihr das hin? Ah, komm, hier. Da, wo du stehst, kommt der Druck. Geh weg. So. Diese Kuh macht mich wahnsinnig. Geh hier weg, du kommst auf die Schlachtbank. Ich erfinde noch die Schlachterei gleich. Na, nimm deinen Arsch aus dem Weg. Es ist immer die gleiche Dreckskuh. Oh. Meine Fresse. Abregen. Ist alles gut. Das Wetter hat seinen Beitrag geleistet zu meiner emotionalen Explosion. So, jetzt nochmal überlegen. Wir haben alles mit den Tierchen gemacht. Hier kann ich jetzt die Eier abnehmen. Hä? Ach, die Eier wandern in den Stall. Ach, so ist das. Die fressen den Trog leer. Und hier stapeln sich die Eier. Ah, das ist ja noch viel besser. Ich hätte viel früher mit Trögen arbeiten sollen. Den Futtertrog Level 1 hätte ich ja schon gehabt. Schon lange. Und die Stelle Level 2 haben wahrscheinlich auch schon die Möglichkeit gehabt, dass sie die entsprechenden Ressourcen da auffangen. Sonst macht es ja nicht so wirklich viel Sinn. So, immer wieder zwischendurch die Muscheln, also die Perlen abfarmen. Okay, jetzt kümmern wir uns mal um Merit. Merit hat einen Fertigkeitstrank und wird selbigen verputzen. Hat jetzt 3 Fertigkeitenpunkte und die werden wir einsetzen für Doppelpunkt. Was haben wir denn hier? Magischer Widerstand. Ah ja, Widerstand ist auch wichtig. Wir müssen magischen Widerstand erforschen. Wie geht denn das? Magischer Schaden, magischer Blitz, magische Schockwelle. Was ist ein magischer Widerstand? Das muss man wohl wirklich erforschen. Dann kann man das erst machen. Tja, geben wir jetzt diese Punkte aus? Schwierig. Für das Radar ist da reicht Level 1 eigentlich. Level 2 erhöht die Dauer. Und den Radius. Dafür würde ich jetzt keinen Punkt ausgeben wollen. Also oben, das hier erhöhte Gesundheit. Das muss auf jeden Fall noch sein, wenn wir es noch irgendwie hinkriegen. Ausdauer ebenfalls. Hier haben wir schon quasi alles. Blocken. Ja. Ja, auf Rennen und Blocken könnte man Punkte draufgeben. Hier kann ich die magische Kugel irgendwo hinschicken. Also magischer Schaden, ja, das mache ich mit Merit nicht. Magischer Blitz auch nicht. Magische Schockwelle auch nicht. Also Heilung ist schon wichtig. Insofern gibt es gar nicht mehr so viele wichtige Dinge. Also gebe ich dir einen Punkt auf Blocken und auf Sprinten. Sprinter-Errungenschaft, damit das da ist. Ansturm. Naja. Ist ja aber auch immer so ein Problem. Ist auch immer noch ein Problem. An Gegner ranstürmen hätte auch gegen die Spinnen helfen können. Ich gebe dir mal den einen Punkt hier. Ich will mal gucken, wie das geht. Ich vergesse sowieso, dass ich das jetzt habe.
Wie benutzt man das? Ach, so ist das. Das ist ja eine Rolle und kein Ansturm in dem Sinne. Ich dachte, da kommt so richtig so ein großer Satz. Naja, lassen wir es mal. Jetzt, ich kann es eh nicht zurückdrehen. Jetzt geht's darum, was wir als nächstes machen. Wir müssen... wir holen uns erstmal jetzt diese letzte Steinplatte, damit auch das erledigt ist. Und danach machen wir uns eine Rüstung, so eine pelzige Rüstung, so gut es eben geht. Problem ist, dass ich noch nicht alle Pelze habe hier. Also ich habe nicht genug Pelz, um das zu machen. Ich müsste theoretisch den Respawn jetzt hier einschalten auf den grünen Feldern. Oder allgemein überall einschalten. Damit ich hier wieder Pelztiere farmen kann. Theoretisch könnte ich das jetzt auch machen. Gucken wir mal. Wenn ich nicht genug Pelze habe, wovon ich ausgehe, dann müssten wir das vielleicht tun. Damit ich mir die komplette Pelzrüstung schon mal basteln kann, bevor wir überhaupt in das Kältebiom gehen. Denn da wird es ähnlich abgehen wie auf den paradiesischen Inseln, nur halt mit inverser Temperatur. Und wenn ich jetzt, da ich nicht mehr in den Sumpf muss, ja, da habe ich eigentlich genug. Jetzt, da ich nicht mehr in den Sumpf muss, kann ich da genauso gut den Riesmann wieder anschalten. Stört mich ja nicht. Hier in den grünen Feldern ist es auch egal. Können wir alle nichts mehr. Aber erstmal suchen wir die letzte Steinplatte. Ich weiß ungefähr, wo sie ist, weil ich hier neulich ja mal in die Ecken geschaut habe, wo noch überall Füchse und Wildschweine, Bären und Wölfe unterwegs sind. Und dann ist irgendwo hier so in dem Bereich was gewesen. Da hat der Orb angefangen zu pulsieren. Oder? Orbilein! Machst du was? Ja. Hier ganz verhalten. Irgendwo hier hinten in der Ecke. Ja, wird mehr und wärmer. Mhm. Ja. Ja. Hier wird es eher weniger. Vielleicht ist es hier vorne. Hier irgendwo. Vielleicht hier am Weg. Ja, hier ist rot. Na, eher hier so. Gut, Schaufel. Da ist die Tafel. Tablett genannt. Ach komm, ich bin faul. Die Geister haben eh nichts zu tun. Ach so, ich muss ja eh mit dir reden, richtig. Der Wanderer sagt, wie ich sehe, hast du bei der Tafel gefunden und so weiter. Hier, ja, kein Wort verstehen. So, und da haben wir Historian, die nächste Errungenschaft, weil wir jetzt die letzte Tafel gefunden haben. Und er übersetzt wiederum. Das ist die letzte Tafel. Lange Zeit wurde der Force of Nature Stein von den Magiern mit größter Sorgfalt behandelt. Allerdings wurde er gestohlen und fiel schließlich in die Hände der Unwürdigen. Aufgrund des Mangels an altem und antikem Wissen wurde der Stein zerbrochen. Dies erzürnte die Magier und versetzte sie in rasende Wut, weshalb es nun nicht mehr möglich war, den Frieden aufrecht zu erhalten. Verschiedene Nationen erhoben sich gegeneinander und zwangen die Magier auf, sich zu verstecken. Wieder bedeckte Dunkelheit die Welt und so folgte Chaos auf Krieg. Du hast getan, was ich zu Lebzeiten nicht für möglich gehalten habe. Du hast alle Tafeln auf der Insel gefunden. Ich bin dir auf ewig dankbar dafür. Ich war selber neugierig danach, sie zu finden. Ja, ohne Orb hätte man das nie geschafft. Wenn man hier die ganze Insel abbuddeln muss. Achso, warte mal, Freundchen. Nein! Reden. Ich habe Gesprächsbedarf. Bring mich zurück an den Ort, an dem alles geschah und begann. Also zumindest hier auf den grünen Feldern. Und dann ein bisschen Sprint nach Hause. Jetzt gucken wir mal, wie viele Pelze wir für diese Rüstung brauchen. Oh, ich habe mich verlaufen. Das
aber auch schlecht ausgeschildert, ja, Merit, Mensch. Es wurde auch in den Kommentaren gefragt, ob durch ein Anschalten des Respawns eigentlich auch die Materialien respawnen, also Schwefel und Eisen und Kupfer. Ich weiß nicht, ob das so ist. Es könnte sein. Es wäre auch nicht ganz unlogisch, aber das können wir ja gleich mal uns anschauen, falls ich den Respawn aktivieren muss. So, hier die nächste Fuhre Kohle. Und dann hier. Ich habe 29 Pelze. Das ist nicht die Welt. Wahrscheinlich brauche ich 30. Also, wir haben hier zur Auswahl. Ja, das haben wir alles hergestellt schon. Taschen haben wir alle. Hüte. Wir haben zur Auswahl eine leichte Pelzmütze oder eine Pelzmütze. Naja, Merfett würde eher das dickere nehmen. Weil Rüstung 59 und die Giftmaske hat 27. Wow. Maximale Gesundheit plus 35, Ausdauer plus 10, Kälteschutz 7. Ja, das ist ähnlich. Um eine Pelzmütze zu bauen, brauchen wir Pelz. Wird von bestimmten Gegnern als... Ach so, das können wir gar nicht machen. Ich habe Felle. Ah, wir können erstmal nur das Leichte bauen und das richtig Dicke, das müssen wir uns verdienen, indem wir im letzten Gebiet irgendwelche Viecher jagen, die dann richtige Pelze droppen. Also hier, Isoliergewebe sollte ich genug haben. Zählen wir mal durch. Felle 6, das ist schon mal ganz schlecht. 12? Ach nee, warte mal, hier, da muss ich hin. Nee, 6 plus 3 sind 9. Lass es jeweils 10 sein. Ach ne, ich habe ja noch die Schuhe. Ei. 7 sind 16. Plus 4 sind 20. Das könnte reichen. 23. Ich habe genug Pelze, tatsächlich. Wie viel harten Faden brauchen wir? 5. 10. 16. 21. 25. Müsste ich haben. Ja, klar. Dann, was brauche ich noch? Hier ein Stahlblech. Das müssen wir uns mal anschauen. Ein Stahlblech. Zwei Schnallen. Zwei Stahlblech, vier Schnallen. 3 Stahlblech, 6 Schnallen. 3 Stahlblech, 8 Schnallen, meiner Ansicht nach. 3 Stahlblech, 8 Schnallen. Ich habe noch 7 Schnallen machen. Um Schnallen zu machen, muss ich was tun? Ich muss 3 davon, also brauche ich 3 Jadebleche. Na dann, heißt das? Macht euer Ding. Ich brauche, was war ja gesagt? 3. Ich hab's vergessen. Scheiße. 3 Stahlbleche. Oh Mann, seid ihr schnell. 3 Stahlbleche nicht vergessen. 3 Stahlbleche. Wichtig, wichtig, wichtig. 3 Stahlbleche nicht vergessen. Nicht vergessen. Habe ich überhaupt noch Stahl oder sowas? Ja, habe ich. Das machen. Währenddessen zähle ich hier, was ich sonst noch brauche. Leder. Ach, Stoff und Leder haben wir genug. Da nehme ich einfach jeweils einen dicken Packen. Das wird reichen. Und Leder. Das wird auch reichen. So, dann hier noch die Bleche. Und dann können wir uns die leichte Pelzrüstung basteln. Und die muss dann ausgetauscht werden durch die gute. Also durch die dicke.
Also, leichte Pelzmütze. Herstellen. Leichte Handschuhe. Herstellen. Nein? Hä? Achso, ich habe da nicht geklickt. So. Das. Leichte Pelzrüstung. Herstellen. Das Höschen auch einmal, sobald ja das unten durchgelaufen ist und die Q wieder einen freien Slot hat. Was für ein toller deutscher Satz. Zack. Und schließlich die Stiefel. Ja, alles da. Wobei, ah gut, das Garn habe ich ja abgezählt. Das muss ja 0 auf 0 ausgehen. Was für ein Glück, dass ich jetzt tatsächlich den Respawn nicht anschalten muss. Wobei, ob das Glück ist, weiß ich nicht. So, macht ihr mal euer Ding. Währenddessen muss ich mich entscheiden, welchen Slot ich jetzt belege. Also, die Rüstung brauche ich, um auf dem Archipel unterwegs zu sein. Das hier, um im Sumpf unterwegs zu sein. Also muss hier das hier jetzt weichen. Das heißt, diesen ganzen Schrott kann ich verschrotten. Eilandshut. Macht sich nackig. Wirft alles weg. Aber nicht das neue Merit. Dran denken. Nicht genug Pelze du hast. Oh, Moment, das Röckchen noch. Du hast immer noch die gleiche Unabux, Mensch, Merit. Seit deiner Garagenzeit. Eieieiei. Jetzt hier das eingesteckt und jetzt angezogen. Erstmal die Hose, Helm, Handschuhe, das und das. Das sieht eher aus wie so ein Landsknecht. Ja, wenn es warm hält. Was haben wir jetzt? Wir haben jetzt hier, ach, die Komforttemperatur ist auf bis auf minus 15 Grad ist jetzt gesunken durch diese Aktion. Jetzt sollten wir uns noch ein neues Kälteschutzamulett machen, wenn das denn schon möglich ist. Geht wieder schon an Geschwindigkeit. Hier, Amulett der Kälte. Das ist Hitzeschutz. Ach so, Moment. Schaden, Gesundheit, Ausdauer, Geschwindigkeit. Kälte ist gegen Hitze. Geschwindigkeit haben wir gedoppelt. Das ist schwacher. Okay, dann haben wir es tatsächlich noch nichts, womit wir uns einen Kälteschutz basteln können. Dann ist das, was wir gerade haben, das Beste, was wir herstellen können. Das heißt, aus meiner Krabbeltruhe hier irgendwo. Rüstung plus, was gebe ich dir denn jetzt? Ich gebe dir noch ein bisschen mehr Rüstung. Habe jetzt gar nicht aufgepasst. Wie hoch ist dein Rüstungsschutz? Du hast jetzt Rüstschutz 205 und mit dem da waren es 240. Also die Eulenrüstung ist ein bisschen besser. Wir haben jetzt rüstungsmäßig einen kleinen Rückschritt, aber das war ja auch irgendwie ein bisschen zu erwarten. Ist ja auch nur eine provisorische Rüstung. Wir müssen jetzt daran arbeiten, dass Merit möglichst schnell alles kriegt, was er braucht. Hier wird er eingeladen. Aus den Lederfetzen könnt ihr hier noch irgendwie was fummeln, nämlich richtiges Leder. Macht das mal. Die Schnallen kommen da wieder rein. Ah, da geht noch mehr, kommt. Einer geht noch. Sehr gut, die Pelze kommen auch dahin. Wer weiß, ob ich noch welche brauche. Nägel, Wasser und Bretter werde ich... Ja, brauche ich die? Keine Ahnung. Wir werden aber mal die Bestandteile für einen Teleporter mitnehmen. Falls ich irgendwo einen brauche. Wasser hier rein. Das heißt, die Bretter können da abgeladen werden und wir nehmen uns mit. Ja komm, nehmen wir gleich das Doppelte mit, dass wir zwei Teleporter bauen können. Das wäre... Oh, wo habe ich jetzt das
hingelegt. Naja, hier ist Ton auf jeden Fall. 10 davon, 20 Steine und das Ektoplasma. Das ist vielleicht in der Kram-Truhe. Naja. 6 Stück und... Ach ja, Stein. Nehmen wir doch den. Genau. Damit können wir jetzt was anfangen. Glut lasse ich hier. Schwache Heiträger nehme ich mit. Oh, jetzt habe ich die Kohle aufgehoben. Das wollte ich ja überhaupt nicht. Dann setzen wir aber nochmal neu an, wenn ich jetzt gerade das schon gemacht habe. Du kommst bitte da rein, damit ist hier alles voll, das Holz. Dann macht er da wieder nochmal ein paar Bretter draus, damit es weg ist aus dem Inventar. Die Glut, die lege ich üblich zu den Bomben. Ja, das hat alles System. Dann wird die Muschelfarm nochmal leer gefischt. Und dann ist Merit so weit, dass er aufbrechen und ins Horn stoßen könnte. Und zwar am Force of Nature Altar, um dann mit dem Stein, den er hier hat, das letzte Portal aufzumachen. Und dann mal sein Näschen, sein bald frierendes Näschen, in diese Eisregion zu stecken. Mal gucken, was da für eine Temperatur herrscht. Und wir gucken nochmal, was wir hier eigentlich für Sachen brauchen. Für die dicke Rüstung. Wir brauchen ja nur diesen Pelz. Ja, ein bisschen Jade, okay. Das Rauleder haben wir noch, den Faden auch, den Stoff auch. Irgendwas anderes noch dabei, was ich jetzt nicht sehe. Elegante Handschuhe. Gibt's auch noch. Aha. Habe ich auch. Okay, nein, nicht ablenken lassen. Pelzhandschuhe brauchen das, alles bekannt. Pelzrüstung braucht auch den Pelz, ansonsten ist alles bekannt. Wir brauchen einiges an Jade. Wir könnten nochmal überlegen, ob wir nochmal Jade verhütten. Da brauchen wir... Moment. Ich denke mal, dass die 7 Jadewachen jetzt nicht reichen werden. Lass uns mal hier was reintun. Jadebarren. Ich hab 11, brauche 11 Eisenblech und 11 Kupferblech. Hier, 1, 2, 3, 4. So, dann denke doch mal ein paar Bleche hier. Dann haben wir das. Ansonsten Perlmutt, ich will 11 machen, also brauche ich 33 Perlmutt, wow! Wie gut, dass ich zwischendurch immer mal welchen hier angesetzt habe, wobei ich habe auch welchen verbraucht. Ich glaube, weißes Pulver oder irgend sowas braucht auch Perlmutt, das ist ganz übel. 88 Kohle und 33 Glut. Mhm. Da setzen wir noch an. Denn ich befürchte, Jade wird nicht mehr reichen, was wir da noch haben. Das sind 73. Ich brauche 38 auf dem Slot. So. Was dauert hier so lange, hä? Das wäre dann auch die letzte Amtshandlung für diese Episode. Merit macht sich dann auf, um die nächste vierte Region zu erkunden. Ich schaue noch, ob ich alles richtig abgezählt habe. 10 und dann noch eins hinterher. Ja, genau. 11 Jadebarren, das könnt ihr in Ruhe machen. Inventar ist leer. Es fängt wieder an zu regnen, die Pelzrüstung saugt sich voller Wasser, Merit kommt kaum noch von der Stelle, wegen der zusätzlichen Last. Das heißt, wir machen eine Pause, die Episode ist zu Ende und weiter mit Merit am Force of Nature Altar, um das nächste Türchen aufzusperren. Geht's dann gleich am Beginn vom nächsten Teil. Bis dahin!